Das Ferienland Donau-Ries hat viel zu bieten. Im Süden mit Lech, Donau und Wörnitz das größte zusammenhängende Fließgewässer Süddeutschlands. In Donauwörth fließt die Wörnitz in die Donau und umschließt die Altstadtinsel Ried. Die Fischerstecher pflegen hier in ihren sogenannten Zillen eine alte Tradition. Früher wurden mit den historischen Booten Wettkämpfe um die Fischrechte ausgetragen. Bis heute wird dieses Fischerstechen freilich mehr als Schaukampf praktiziert. Das Ganze ist entstanden durch die Insel, also durch die Fischerinsel. Und da sind natürlich lauter Berufsfischer drauf gewesen. Und jeder Fischer hat ein bestimmtes Fischrecht gehabt. 100 Meter an der Wörnitz, 100 Meter an der Donau. Und je nachdem, was er für ein Fischrecht gehabt hat, ist seiner Familie gut oder schlecht gegangen. Entlang der kleinen Wörnitz ist das Riedertor als Teil der Stadtmauer der Eingang in die Altstadt. Das Kloster Heiligkreuz prägt wie die Reichsstraße mit ihren imposanten Häusergiebeln im Zentrum das Stadtbild. An der romantischen Straße erhebt sich Schloss Harburg aus der Landschaft. Im nördlichen Ferienland Donau-Ries ist landschaftlich der Rieskrater prägend, entstanden durch einen Meteoriteneinschlag. Schon früh haben sich hier Menschen angesiedelt wie die Kelten am Tafelberg Ipf. Markante Punkte im Ries sind die Residenzstadt Oettingen und Wemding mit der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein. Die größte Stadt im Ries ist Nördlingen mit seiner komplett erhaltenen Stadtmauer. Über die geologischen Besonderheiten der Region gibt das Rieskratermuseum Auskunft. Der Turm der St. Georgskirche, im Volksmund Daniel genannt, ist hier eine Hauptattraktion. Jeden Abend hört man von dort oben den Ruf des Türmers, so, xell, so. Und das ist die Geschichte dazu. Im Jahre 1440 holte eine Frau für ihren Mann abends Bier und beobachtete am Lepsinger Tor, dass ein Schwein sich am Torflügel rieb. Der Torflügel gab nach und so war klar, dass das Tor nicht verschlossen war. Die Frau rief daraufhin den Torwächter an, so Geselle, so, was so viel heißt wie, jetzt haben wir dich. Der Versuch des Grafen von Oettingen, Nördlingen zu überfallen, war damit gescheitert. Was Nördlingen und seine Umgebung noch alles zu bieten hat, das schaut man sich am besten selbst an. Bei einem Besuch im Ferienland Donau-Ries.